Ihr Geschäft sind Autos, die nicht fahren. Egal ob Unfall oder Falschparker, Autos, die sich nicht bewegen, müssen aus dem Weg. Ein Fall für die Abschlepper. Sie räumen auf im Straßenverkehr. Wie blöd muss er sein? Ja, okay, mach ich. Kirchheim bei München, 8 Uhr früh. Abschlepper Robert Arndt macht sich bereit für einen ganz normalen Arbeitstag mit den üblichen Verdächtigen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir heute einige VVs kriegen. Das heißt, vereinfachtes Verfahren, das sind Falschparker, die wir abschleppen müssen. Falschparken in München ist teuer. Bis zu 250 Euro sind dafür fällig. Doch Robert Arndt hilft auch, wenn er kann. Jetzt schauen wir, vielleicht fangen wir heute mit einem ADAC-ler an. Den können wir dann glücklich machen. Und ansonsten, wenn wir Falschparker haben, dann sind da wieder ein paar traurig, aber die wissen dann schon warum. Der erste Auftrag, ein Mercedes auf einem Behindertenparkplatz. Da kennt Robert keine Gnade. In gewisser Weise haben Schlepperfahrer schon zwei Gesichter, weil auf der einen Seite hilft man den Leuten, wenn sie eine Panne haben oder einen Unfall haben, und auf der anderen Seite verzieht man ihnen halt das Auto, wenn sie falsch geparkt haben. Da steht er ja, der Spezialist. Wenn der Besitzer jetzt kommt, muss Robert Arndt das Auto wieder abladen. Richtig Ärger hatte er dabei noch nie. Die wissen erstmal gar nicht, was sie sagen sollen. Und dann, wenn du ihnen aber sagst, dass sie ihnen das Auto da lässt, dann sind sie eigentlich alle schon wieder zufrieden. Um Ausflüchte ist die Kundschaft dabei nicht verlegen. Wegen 10 Minuten zum Beispiel, das ist die häufigste Ausrede, die sie bringen. Dabei dauert es allein schon eine halbe Stunde, bis Polizei bestellt. Um die Alarmanlage schert sich Robert Arndt eigentlich nicht. Die geht von alleine wieder aus, die Alarmanlage. Nur schlafende Hunde sollte man nicht wecken. Nein. Ist nur scheiße, weil der Halter könnte ja sein Auto dann hören. Und das wäre schlecht. Dann muss Robert das Auto wieder abladen und sein Chef verdient weniger Geld. In der Zwickmühle ist Robert, wenn er mal das falsch parkende Auto eines Freundes abschleppen soll. Wenn ich tatsächlich mal einen Freund oder einen Kumpel als Falschparker hätte, dann wüsste ich nicht, was ich tun soll. Ich sitze dann so ein bisschen zwischen den Stühlen, glaube ich. Vielleicht arbeitet man dann ein bisschen langsamer oder so und versucht ihn halt irgendwie zu erreichen in der Zwischenzeit, aber ich weiß es nicht. Der 24-Jährige steht auf seinem Job und auf seinen 130.000 Euro teuren Schlepper. Die Technik fasziniert mich halt insofern einfach die Kräfte. Ja, wer kann schon mit einer Hand eine E-Klasse fliegen lassen? Mit seinem Kran kann er maximal 4 Tonnen heben. Das reicht, wenn es sein muss, auch für einen Hammer. Überhaupt ist kein Auto und kein Lastwagen vor den Abschleppern sicher. Nächster Einsatz, ein Unfall. Sind Sie schuld an dem Unfall? Ja. Ja. Ich wollte hier links abbiegen. Also, okay. 2,5 mit der dritte auf die Überholspur macht Vollgang. Okay, also entweder fahren wir zu uns in die Halle, dass sie da einen Schrotthändler abholen. Ja. Oder wir fahren ihn gleich zu irgendeinem Schrottplatz, wo Sie wollen. Keine Ahnung. Ich wollte hier wieder raus rumfahren. Zwei Autos, zwei auf die beiden Spuren halten und der eine zeigt mir, dass er jetzt gleich fahren kann. Ich fahre ganz langsam vor, und dann kommt einer mit der überhöhten Geschwindigkeit auf der Linksabbiegespur und dann war es Peng. Aber da ich die Straße überquere, bin ich meistens schuld. Kann man machen, was man will. Obwohl es nicht nach einem großen Schaden aussieht, das Auto ist Schrott. Ich hänge mir den jetzt halt hinten in die Hubbrille rein und dann fahre ich den gleich zum nächsten Schrottplatz.
Die Hubbrille stemmt maximal 2 Tonnen. Mit ihr hebt Robert das Auto an der Vorderachse an. Viele Jahre hat der Wagen seinem Besitzer treue Dienste geleistet. Jetzt ist er reif für die Presse. Es wird ernst. Ja, der letzte Weg sozusagen. Ja, der hätte bloß ausweichen müssen. Ne? Ja. Jetzt kein Schaden. Aber ich muss ja um die Ecke gucken, wenn da zwei Pkw stehen. Ne? Dann fahre ich lang, ganz langsam um die Ecke zu gucken, ob da jemand kommt. Mhm. Der hat mich ja wirklich wohl vorne an der Ecke erwischt, wenn wir gucken. Ja. Hieß man du gleich aus der Brille raus, oder direkt? Ja, okay. Der Schrottplatz nimmt das Auto kostenfrei an. Auf funktionstüchtige Teile wie den Motor kriegt man aber leider kein Geld mehr. Für die meisten Besitzer ein emotionaler Moment. Mir ist nicht gerade gut zumute. Denn es ist schon Abschied, wenn man rund 12 Jahre selber gefahren hat. Dann und er ist ja noch gut gefahren. Für den Peugeot geht es auf seine letzte Fahrt. Robert Arndt bleibt wenig Zeit zum Verschnaufen. Die Polizei ruft. Jetzt haben wir wieder die Polizei in Falschparke in der Marstallecke Maximilian. Aber Maximilianstraße, da brauchen wir jetzt auch eine Weile hin. Dazu kommt der Münchner Berufsverkehr. Zeit ist Geld. Wenn wir jetzt da hinkommen und das Auto weg ist, dann kriegen wir nicht den vollen Preis gezahlt. Deshalb drückt Robert auf die Tube. Wenn wir so einen Polizeiauftrag kriegen, dann haben wir natürlich einen besonderen Ansporn. Dann will man das Auto, will ich dann schon unbedingt rausbringen eigentlich. Und da bricht dann schon so das Jagdfieber aus. Hier muss der BMW irgendwo sein. Doch wo steht er nur? Der ist weg. Ja, der ist weg. Glück für den Fahrer, Pech für Robert. Wenn ich jetzt ohne das Auto wieder heimfahren muss, sage ich jetzt, dann bin ich einfach ein bisschen unzufrieden. Weil ich dann einfach entweder zu langsam war, oder wie jetzt in dem Fall eigentlich gar keine Chance bestanden hätte, das Auto zu kriegen. Doch das Jagdfieber bleibt ungebrochen. Also das war jetzt leider nichts, haben wir nicht gekriegt, aber der nächste, der gehört uns dann.